So, meine Lieben, und jetzt geht's los. Ja, wie groß ist denn nun wirklich ein Engel? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Ich bin überzeugt, ihr habt euch das schon öfters überlegt, und als Mensch kann man sich das irgendwie, finde ich, sowieso nicht vorstellen, diese riesengroße Größe. Und deswegen wollte ich gerne heute mit euch darüber sprechen, denn es ist ja... Die Engel begleiten uns durch unser Leben. Sie sind für uns da. Wir channeln die Engel. Wir verbinden uns mit ihnen. Wir bekommen Hilfe und Unterstützung und haben uns als Mensch so ein menschliches Bild von den Engeln gemacht. Und dieses menschliche Bild ist eine Projektion von unserer Vorstellung auf diese Lichtenergie, wobei die eigentlich ganz anders ist. Und das wird Also mich hat es sehr ins Erstaunen gebracht, und ich hoffe mal, dass es euch auch so geht, dass ihr jetzt nochmal ein ganz anderes Bild von den Engeln bekommt. Ich möchte aber ganz, ganz am Anfang oder so ziemlich am Anfang beginnen, damit ihr überhaupt versteht, das Universum ein bisschen versteht und auch diese Energien im Universum und die Engel. Die Engelenergie versteht. Und dafür zeige ich euch gleich ein Bild. Und zwar wisst ihr ja vielleicht, dass ich 5, 6 Jahre in Avalon gelebt habe, also in England gelebt habe. Und dort war es meine Aufgabe, mich mit der Merlin-Energie zu verbinden und die Menschen ins Erwachen zu führen. Jetzt ist es meine Aufgabe, die Smarana-Energie auf die Erde zu bringen und die Menschen mit Gottes Nähe zu berühren, sie zu öffnen, sich der Liebe Gottes mit der Liebe Gottes zu verbinden. Ja, und jetzt habe ich also in Avalon das erste Mal, oder nicht das erste Mal, aber eine ganz intensive Beziehung mit der Seele bekommen, mit der Bedeutung von Erde und dem Universum. Und dazu gibt es ein ganz wundervolles Zeichen, die Vizikia Piscis, und das zeige ich euch jetzt mal und dann sprechen wir darüber. Jetzt muss ich aber erstmal das hier öffnen. Einen Moment. So, schaut mal, dieses Zeichen, die Vizikia Piscis, die gibt es in Avalon in diesem schönen Platz in Chalice Well, wo dieser Brunnen ist, wo auch Jesus schon draus getrunken hat und wo auch König Arthur war an dieser Quelle. Und da seht ihr jetzt diese zwei Kreise. Und genau das ist es, worauf das Universum aufgebaut ist. Und zwar hat die göttliche Schöpfung mit einer Kugel, mit einer einzigen Kugel, mit einem Kreis begonnen. Wenn ihr mich anschaut, seht ihr, ich habe jetzt meine Hände so zu einem Kreis geformt. Dieser Kreis, diese Kugel, also Kugel, nicht, ne? Das ist die erste Zelle der Liebe, welche Gott uns gegeben hat. Und aus dieser einen Zelle sind dann zwei geworden. Das seht ihr hier auf dem Bild. Und diese zwei berühren sich, die überkreuzen sich in der Mitte. Und jetzt erkläre ich euch, was das alles zu bedeuten hat. Die erste Kugel der Liebe, der göttlichen Energie, symbolisiert in dem Fall, also es gibt mehrere Erklärungen, ich nehme jetzt einfach mal eine, könnte die Erde symbolisieren. Die zweite Kugel könnte die Sonne symbolisieren. Und wenn beide Kugeln zusammenkommen und sich kreuzen, entsteht aus diesen Energien die Seele. Und das allein lässt mich schon inneholen, Luft holen
und Wow sagen, das ist einfach enorm, weil es sind Energien. Ihr müsst es auch so ein bisschen symbolisch betrachten. Man könnte es auch, also diese zwei Kreise sind verschiedentlich gedeutet worden. Man kann auch sagen, der erste Kreis ist die Liebe Gottes. Der zweite Kreis ist die Erde, das Universum und die Kreuzung dazwischen ist die Seele. Und um die Seele geht es. Die Seele. Das bedeutet jetzt wiederum, dass aus diesen beiden Kreisen, Kugeln, wenn die sich immer weiter verteilen, entsteht letztendlich die Blume des Lebens. Und jetzt habe ich da auch natürlich noch ein Bild dafür für euch. Guckt mal hier. Die Blume des Lebens besteht aus diesen Kugeln. Und diese Kugeln haben sich immer mehr gekreuzt, bis eben dieses Symbol, diese Gestalt der Blume des Lebens entstanden ist. Und diese Blume des Lebens ist die Grundlage der göttlichen Liebe, der göttlichen Energie, des Universums. So, und jetzt kommen wir aber zu den Engeln. Und wie entstand jetzt so ein Engel? Der Engel entstand in dem Moment, wo sich die zwei ersten Kugeln getroffen haben und in der Mitte die Seele entstand und sich aus diesen beiden Energien, aus dem Universum und der göttlichen Liebe, haben sich diese zwei Kugeln gekreuzt und daraus ist die Liebe, die Seele, die Engel sind daraus entstanden. Die ersten Engel waren die Seraphim und die sind aber, und jetzt kommen wir zu diesem Punkt, ich mache mal wieder, bevor ich das euch erzähle, mich groß. Ihr Lieben, als die erste Seele entstand, waren das die Seraphim. Aus dieser Kreuzung der beiden Kugeln in der Mitte dieses Gebilde, dieses Auge, der Mund oder man sagt auch die Vagina der Mutter. Einfach, es entsteht aus dieser Verknüpfung etwas Neues, die neue Schöpfung. Und über diese neue Schöpfung entstanden zuerst die Seraphim. Jetzt kommt die Größe. Schaut euch mal das Bild an hinter mir. Das ist eine, soll versinnbildlichen die Galaxie, die spiralförmige Galaxie. Gehen wir ein bisschen weg, damit ihr das besser seht. Und so groß ist ein Seraphim. Riesig, riesig groß. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die Liebe Gottes, wie viel noch größer diese Liebe Gottes ist, wie viel noch größer das Universum ist, wenn schon ein einziger Seraphim, so ein einziger Engel so riesig groß ist. Ich muss erst mal was trinken. Ich hoffe, ihr versteht das alles. Ich habe mir so Mühe gegeben, damit ihr das erfassen könnt, was hier, wie gewaltig das ist, sich mit einem Engel zu verbinden, welche enorme Energie das ist. Und jetzt geht es nämlich weiter. Aus den Seraphim haben sich weitere Kugeln gebildet. Ja, das ging immer weiter. Das ist die Zellteilung, die haben wir auch in uns. Es haben sich also weitere Kugeln gebildet und das waren die ersten, das waren die Erzengel, die sich aus diesen Kugeln gebildet haben. Und diese Erzengel, die haben so eine enorme, riesengroße Kraft. Wenn man sich das vorstellt, wie groß ein Erzengel ist, das wird beschrieben im Koran, in den vedischen Schriften. Und da habe ich das so ein bisschen auszurechnen versucht,
Ein Erzengel hat die Größe zwischen 5 und 10.000 Kilometern. Jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, auf der Erde, wie lang diese Strecke ist. Das ist ungefähr die Größe eines Erzengels. Und dann haben sich ja diese Kugeln immer weiter verkreuzt, immer weiter geteilt. Und letztendlich am Ende dieser großen Teilung sind wir entstanden, die Menschen. Die Menschen waren im Lemurien auch größer als jetzt. Das hatte ich in einem anderen Video erklärt. Also man muss sich vorstellen, diese ganzen Zeitalter, dass da die Menschen verschiedene Größen hatten und die Größe, die wir jetzt eben haben, ist die aktuelle Größe, ja klar. Und je mehr sich diese Kugeln gekreuzt haben, umso kleiner werden praktisch die Wesen, die dann entstehen. Und das ist auch der Grund, wenn man sagt, deine Herkunftseltern, kann man nicht sagen, aber deine Herkunftsengel, die dich begleitet haben, du stammst entweder von diesen Seraphim oder von den Erzengeln ab. Das ist so, das, wie ich die Deutung mache, wenn ich einen Herkunftsnamen channele. Aber jetzt habt ihr mal ein Verständnis, um was, welche Energien das überhaupt geht. Und der Name, wenn man den Herkunftsnamen channelt, das ist auch nur ein kleiner Teil von dieser riesengroßen Energie, welche die Grundlage ist. Also der Name ist jetzt so, dass wir ihn gut verstehen können, dass wir was damit anfangen können. Das ist so wie eine Übersetzung, die ja von der geistigen Welt uns gegeben wird. Aber die eigentliche Struktur dieser Zelle ist natürlich viel, viel größer. Das könnt ihr jetzt auch verstehen. Aber sie ist auch noch so groß, dass wir es mit unserem menschlichen Gehirn überhaupt nicht richtig ermessen können. Aber fühlen können, vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr fühlen können, nachdem man dies hier gehört hat. Und also wenn ihr euch in Zukunft mit den Engeln verbindet, denkt dran, wie groß und mächtig die sind und wie viel göttliche Liebe in so einem Wesen steckt, wie viel göttliche Liebe uns die Engel bringen, wenn wir sie zum Beispiel channeln. Wenn ich channele, dann verbinde ich mich mit dieser Energie und bekomme aus dieser riesengroßen Energie so kleine Informationen. Und die sind schon für uns auf der Erde unheimlich groß, stark und kräftig. Also je nachdem, wie weit jetzt der Kanal ausgeprägt ist bei einem Medium, je nachdem kann die Energie, kann mehr oder weniger Energie durchfließen. Und wenn man jetzt betrachtet, einfach mal einen Seraphim oder einen Erzengel, und dann bekommt man eben einen Teil der Energie von diesem Wesen, welche durch einem durchfließen kann und welche dann zu euch weiterfließt. Ja, es ist so spannend, dieses Thema. Und wir werden natürlich auch ein Channeling machen, ganz klar. Weil ich meine, dass man, wenn man jetzt mit diesem Bewusstsein, mit dem neuen Bewusstsein, mit dem neuen Wissen, wie groß ist wirklich ein Engel, verbindet, dass man da nochmal eine ganz andere Empfindung hat während einem Channeling. Und das möchte ich jetzt gerne mit euch testen. Also macht euch bereit und wir freuen uns so sehr auf die Durchsagen der geistigen Welt und auf die hohen Energien. So, jetzt gucke ich mal. Ich nehme die 999 schon wieder. Die nehme ich eigentlich immer. Sehr gut. Die Fülle ist auch ganz wichtig. Das ist schön. Und die violette Flamme nochmal zum Reinigen. Ist auch ganz wichtig.
Ich bedanke mich aus der Tiefe meines Herzens dafür, dass ich heute die Energien überbringen darf. Und ich bitte um die Kugeln des Schutzes für uns alle. Und ich bitte darum, dass nur die höchsten göttlichen Energien durch mich fließen und die Botschaften der Liebe dich erreichen mögen. Mach es dir bequem und lausche den Worten der geistigen Welt. Einströmt die Energie von Erzengel Michael. Einströmt die Liebe von Erzengel Michael. Einströmen Schutz und Reinigung. Energien, welche dich ausgleichen und anheben. Mein allerliebstes Menschenkind, die geistige Welt freut sich, dass du heute hier anwesend bist. Und ebenfalls freut sich die geistige Welt, dass du dein Bewusstsein erweitern möchtest. Denn mit dieser Grundlage, deinem Fokus, dürfen wir dich unterstützen. Und so möchte die geistige Welt dich heute zu einer Reise in das Universum einladen. Du hast einen kleinen Einblick bekommen, wie das Universum funktioniert, wie groß und mächtig und liebevoll das Universum ist und wie alles von göttlicher Liebe getragen wird. Und du wurdest informiert, dass du ein Teil von diesem Großen und Ganzen bist. In deiner menschlichen Vorstellung hat sich ein Bild gebildet, mit welchem du besser verstehen mögest, was dies bedeutet. Was es bedeutet, wenn die Engel zu dir sprechen, du bist ein Teil von uns. Du bist ein Teil vom Großen und Ganzen. Lasse diese Töne auf dich wirken. Und spüre, was sie mit dir machen, ob sie vielleicht deine Seele ausdehnen und ob sie dein Herz berühren, ob vielleicht Tränen fließen, denn diese Erkenntnis ist so groß, dass der menschliche Verstand dies kaum erfassen kann. Und wenn du es erlaubst, möchte dich die geistige Welt nun in dein Herkunftsfeld hineintragen, in der engsten Verbindung zu den Engeln, welche dich bei der Erschaffung deines Lichtes begleitet haben. Lasse dich tragen
und erlaube uns, dich zu führen. Es geschieht in der tiefsten Liebe, der unendlichen, vollkommenen Liebe Gottes. So tragen dich die Engel jetzt in die Energie, wo deine Essenz entstand. Spüre die große Liebe und spüre auch die Nähe Gottes, denn Gott ist unser Schöpfer, unser aller Schöpfer. Liebevoll wirst du eingehüllt, liebevoll wirst du getragen und deine Seele ausgedehnt. Der Engelchor beginnt zu singen. Das himmlische Orchester spielt die Töne deines Namens. Sie spielen jetzt in diesem Moment deinen kompletten Namen. Die sind alles Energien der Liebe und der Farben und der Töne. Genieße diese Energie, denn sie verbindet dich mit deiner ursprünglichen Kraft. Und vielleicht fühlst du deine Einzigartigkeit. Und vielleicht fühlst du jetzt sogar deine Zugehörigkeit zu allem, was ist. Spüre, dass du ein Teil vom Universum bist, dass du zurzeit auf der Erde eine Schulung machst, dass du und deine Seele, dass ihr beide dabei seid, eure Erfahrungen zu machen und dabei zu wachsen. Erkenne die Weisheit des Universums und erkenne auch deine göttliche Führung, denn alles hat einen Grund, nichts geschieht von allein. Und so tragen wir dich voller Liebe wieder zurück in dein Hier und Jetzt, genau dorthin, wo deine Reise begann. Nur hat sich jetzt etwas in dir verändert. Dein Bewusstsein wurde ausgedehnt und du spürst die Unendlichkeit der Liebe des Universums und du spürst, dass diese Liebe in dir liegt, dass dir diese Liebe in jede einzelne Zelle eingebettet wurde. Und so verabschiedet sich die geistige Welt und Erzengel Michael von dir.
Wir ziehen uns mit einem Lächeln zurück, denn wir sind voller Freude, heute mit dir gewirkt zu haben. Und du kommst langsam wieder bei dir selbst an. Du bewegst deine Hände und Füße, öffnest deine Augen und bist wieder ganz hier. Und ich bedanke mich bei der geistigen Welt für die wundervollen Energien und Botschaften. Smarana. Ich habe ganz nasse Augen bekommen, so schön war's. So tief durfte ich die Liebe fühlen. Und ich wünsche mir für euch, dass ihr dies auch fühlen konntet. Ich möchte, dass es euch so gut geht. Ich möchte euch so viel wie möglich Liebe übertragen und euch fühlen lassen, was alles für uns im Universum existiert und wie nah uns doch Gott ist, wie uns Smarana einhüllt. Vielen Dank. Ich habe euch alle so, so lieb, so sehr lieb. Und ich freue mich schon aufs nächste Video. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Bis dann.